Herzlich willkommen zum 16. Thema unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Heute wollen wir uns mit der neuen Welt beschäftigen. Deshalb heißt das Thema Zuflucht in die neue Welt. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Dieses Buch hat 7 Teile, 7 Abschnitte. Und wir haben jetzt den 2. Teil fertig. Wir haben das zusammen studiert. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, wir gehen jetzt zum 3. Teil über. Das heißt, die Reformation geht weiter. Und heute ist das 16. Kapitel, Zuflucht in der neuen Welt. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Rekapitulation. Wie war das damals in Europa, in dieser Zeit, bevor die Menschen nach Amerika auswanderten? Was ist denn passiert? Es ist so, dass die Reformation auf jeden Fall Erfolg hatte. Es gab aber auch einige Rückschritte. Zum Beispiel war es so, dass die anglikanische Kirche, die Kirche in England, die Reformation zwar angenommen hat, aber viele Lehren Roms verworfen worden sind, aber die Formen von Rom behalten worden sind. Man argumentierte nämlich so, naja, jetzt ist es halt so und außerdem es sei einfacher für die Katholiken zum Protestantismus überzutreten. Vorsichtig, wenn so etwas gesagt wird. Stellen Sie sich vor, unser Schiff ist untergegangen und wir haben hier ein Rettungsboot und wir sehen da weitere Menschen, die um Hilfe schreien und wir paddeln zu diesen Menschen hin, um sie zu retten. Und sie haben Schwierigkeiten, in das Boot einzusteigen und wir sagen, naja, wir müssen das ihnen einfacher machen, lasst uns doch das Boot, also ein Loch ins Boot graben oder ein Loch ins Boot machen, damit das Boot etwas absinkt und dann haben die Menschen einfacher, aus dem Wasser in das Boot zu steigen. Das wird vielleicht ein paar Minuten gut gehen. Aber innerhalb einer Stunde ist das Boot vollgelaufen und dann brauchen sowohl die Menschen im Wasser als auch die Menschen im Boot Hilfe. Deshalb vorsichtig, wenn man in der Kirche meint, man muss das, was Gott gesagt hat, runterschrauben, damit die Menschen, die Gott nicht kennen, die auch vielleicht von Gott nichts hören wollen, es einfacher haben, in die Kirche zu kommen. Es ist uns sehr wohl wichtig, dass die Menschen in die Kirche kommen, zu Gott kommen. Aber sie sollen auf dem Weg kommen, wie Gott es vorgesehen hat und nicht auf einem Weg, wie wir es vorgesehen haben. Deshalb, dieses Argument ist sehr gefährlich. Deshalb waren auch nicht alle damit einverstanden, mit dieser Aussage, denn sie sagten, Gott hat Regeln für die Gottesdienstordnung festgelegt. Es geht nicht darum, dass man sagt, wir machen einen Gottesdienst für Leute, die Gottesdienst nicht mögen. Für wen ist dann der Gottesdienst? Für die Leute, die Gott nicht mögen? Oder ist der Gottesdienst für Gott? Gottes Dienst. Ja, das ist ganz wichtig. Wie gestalten wir den Gottesdienst? Nach dem, was in der Bibel steht? Oder nach dem, wozu ich gerade Lust habe? Stellen Sie sich vor, wir würden den Gottesdienst so gestalten, nach was wir gerade heute Lust haben. Heute habe ich dazu Lust, morgen habe ich auf das andere Lust. Wir müssen schauen, was ist der Wille Gottes? Wie stellt sich Gott den Gottesdienst vor? Und so kam es, dass viele Gläubigen die Bräuche in der anglikanischen Kirche als Götzendienst betrachteten. All diese Sachen, die dort ausgeübt worden sind, das Anbeten von Idolen, das Niederknien vor Bildern, das Küssen von Bildern, das haben sie abgelehnt. Und diese gläubigen Menschen damals wurden lächerlicherweise Puritaner genannt, die Reinen. Ja, sie haben das dann sozusagen diesen Namen behalten, war vorher ein Name zum Spott. Und ihnen
hat das Gewissen, ihr Gewissen ist erschwert, an diesem Gottesdienst teilzunehmen, denn sie sahen, dass dort viele Dinge gemacht werden, die nicht biblisch sind. Das Problem war aber, dass die Teilnahme am Gottesdienst damals in England, in der anglikanischen Kirche, gesetzlich verordnet war. Und alles andere, was religiös veranstaltet worden ist, verboten war. Alle religiösen Zusammenkünfte, alle unerlaubten religiösen Zusammenkünfte waren unter Todesstrafe sogar verboten. So kam es dann später, dass die englische Königin zu Beginn des 17. Jahrhunderts sich vornahm, diese gläubigen Menschen, diese Puritaner damals, die gesagt haben, wir wollen uns nach der Bibel ausrichten, sie hat sich vorgenommen, diese zu vertreiben. Und so hat Gott diesen Menschen in genau dieser Zeit den Weg nach Amerika aufgemacht. Es war plötzlich möglich, mit dem Schiff nach Amerika zu kommen. Und vor der Abreise sprach ihr Prediger, der Prediger der Puritaner, zu ihnen. Und es ist interessant, was er sagte. Ich habe es extra hier rausgeschrieben. Es steht in diesem Buch Vom Schatten zum Licht auf der Seite 268. Da heißt es, das was er sagt, Geschwister, wir gehen nun voneinander und der Herr weiß, ob ich so lange leben werde, um euch wiederzusehen. Falls Gott euch durch ein anderes Werkzeug irgendetwas offenbaren sollte, so seid ebenso bereit, es anzunehmen, wie zu der Zeit, da ihr die Wahrheit durch meinen Dienst annahmt. Denn ich bin sehr zuversichtlich, dass der Herr noch mehr Wahrheit und Licht aus seinem heiligen Wort hervorbrechen lassen wird. Was mich betrifft, so kann ich den Zustand der reformierten Kirche nicht genug beklagen, die in der Religion bis zu einem gewissen Stufe gelangt sind und nicht weiter gehen wollen, als die Werkzeuge ihrer Reformation gegangen sind. Die Lutheraner sind nicht zu veranlassen, über das hinauszugehen, was Luther sah. Und die Calvinisten bleiben, wie ihr seht, dastehen, wo sie von jenem großen Gottesmann, der noch nicht alle Dinge sah, zurückgelassen wurde. Dies ist ein sehr beklagenswertes Elend. Denn wenn jene Männer in ihrer Zeit auch brennende und leuchtende Lichter waren, so erkannten sie doch nicht alle Ratschläge Gottes. Lebten sie aber jetzt, würden sie auch bereit sein, weiteres Licht anzunehmen, wie sie damals bereit waren, das erste zu empfangen. Das ist hier etwas sehr Wichtiges, was hier uns dieser Prediger vermittelt. Er hat das Problem sehr wohl erkannt. Die Reformation hat gute Früchte gebracht. Das Problem war aber, dass viele nur so weit bereit waren zu gehen, wie die Reformatoren zuvor gegangen sind. Jesus hat ja selber gesagt, ich habe euch noch viel zu sagen zu seinen Jüngern, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Auch die Reformatoren konnten nicht das ganze Licht auf einmal empfangen. Gott hat es schrittweise gegeben. Er wollte, dass die Reformation schrittweise vorangeht. Viele Menschen und dadurch auch die Kirchen, die Lutheraner, die Calvinisten und so weiter, wie das hier aufgezählt wird, sind leider bei dem, was Gott ihnen durch den Reformator offenbart hat, stehen geblieben. Aber die Reformation ist noch nicht abgeschlossen. Gott hat vieles Wertvolle in seinem Wort, was er uns weitergeben möchte. Und das sahen diese Pilger, diese Puritaner, die ausgewandert sind. Und sie kamen nach Amerika mit dem Wunsch, ihren Glauben ohne Zwang ausleben zu können. Es waren ehrliche und gottesfürchtige Menschen, die nicht kamen, weil sie auf der Suche nach Gold waren, die nicht kamen aus wirtschaftlichen Interessen, sondern aus religiöser Überzeugung. Sie wollten Freiheit haben. Das Problem war aber, dass das Prinzip der Religionsfreiheit auch bei ihnen noch unbekannt war. Es heißt auf der Seite 269, sehr wenige, selbst der hervorragendsten Denker und Sittenlehrer des 17. Jahrhunderts,
hatten einen richtigen Begriff von jenem Herrlichen, dem Neuen Testament entstammenden Grundsatz, der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt. Die Auffassung, dass Gott der Kirche das Recht gegeben habe, das menschliche Gewissen zu kontrollieren und festzulegen, was Ketzerei ist und sie zu bestrafen, ist einer der am tiefsten verwurzelten Irrtümer des Papsttums. Das ist etwas ganz Wichtiges. Was hier gesagt wird, ist, dass Gott keinem Menschen das Recht gegeben hat, Gewalt auszuüben, nur weil der andere anders glaubt als ich. Gott möchte Religionsfreiheit fördern. Du hast das Recht, etwas Falsches über Gott zu glauben, und keiner soll dich daran hindern, mit Gewalt hindern. Gott möchte jedem die Freiheit lassen, selbst wenn es etwas Falsches ist, was du glaubst. Du hast das Recht dazu, weil Gott alles gegeben hat, dass wir in seinem Wort die Wahrheit erkennen können. Deshalb wird hier gesagt, dass das Prinzip, das Gewissen zu kontrollieren durch Zwang, ein verwurzeltes Irrtum ist des Papsttums, das das Papsttum hervorgebracht hat. Und so kam es leider, weil diese Menschen, diese Pilger, diese Christen, die dort eigentlich ihren Glauben ausleben wollten, wiederum in die Fußstapfen des Papsttums getreten sind. Denn in den Kolonien war es so, dass nur Kirchenmitglieder in der zivilen Leitung mitbestimmen konnten. Nur sie waren stimmberechtigt. Möchtest du politisch engagiert sein? Dann musst du Mitglied unserer Kirche sein, hieß es. Das klingt zwar jetzt vielleicht gut, aber in Wirklichkeit ist es etwas sehr Gefährliches. Denn alle mussten damals dann auch gleichzeitig für den Unterhalt der Geistlichen zahlen. Man war sogar verpflichtet, sozusagen Geld zu zahlen. Und das ist wieder etwas nicht Biblisches. Die Bibel sagt immer, dass wir freiwillig geben sollten. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott zwingt keinen dazu, Geld irgendwohin in der Kirche zu geben. Das ist nicht Gottes Wille. Die Menschen sollen es freiwillig bringen. Und gleichzeitig wurde angefangen in der Kolonie, dass die Verwaltung, die Leitung Ketzerei bekämpfen sollte. Das heißt, wenn jemand jetzt plötzlich anders glaubt als wir hier in dieser Kolonie, der wurde dann genauso verfolgt. Das heißt, die sind aus England, aus Europa geflüchtet, weil sie verfolgt worden sind. Und was haben sie hier gemacht auf der neuen Welt sozusagen, in der neuen Welt? Genau das Gleiche. Und so dauerte es nicht lange, bis Verfolgung aufkam. Verfolgung in der neuen, so freien Welt. 11 Jahre nach der ersten Kolonie kam Roger Williams nach Amerika. Und dieser Mann hatte etwas Interessantes und Wichtiges mitgebracht. Er sagte, die Verwaltung, also die Regierung, sollte Verbrechen bekämpfen und nicht das Gewissen beherrschen. Dieser Mann trat für Religionsfreiheit ein. Er sagte, wir müssen hier unterscheiden, genauso wie die Bibel unterscheidet. Die 10 Gebote bestehen aus 2 Tafeln. Die ersten 4 Gebote regeln das Zusammenleben mit Gott. Wie soll ich Gott anbeten? Du sollst nur einen Gott haben, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, gedenke des Sabbattags. Das ist etwas, was jeder Gläubige zwischen Gott und sich selbst ausmachen muss. Und da sollte der Staat nicht eingreifen. Aber bei den Geboten 5 bis 10, wo der Umgang zwischen den Menschen geregelt ist, da sollte der Staat auf jeden Fall eingreifen. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen, muss der Staat dafür sorgen, dass auch wirklich nicht gestohlen wird. Und wenn gestohlen wird, dass hier eine angemessene Strafe geschieht und Ersatzleistungen bezahlt werden. Oder in den 10 Geboten heißt es ja auch auf der zweiten Tafel, du sollst nicht töten. Auch das sollte der Staat regeln, den Umgang zwischen Mensch und Mensch.
Und es geht weiter. Du sollst nicht lügen und so weiter. Diese Gebote, die auf der zweiten Tafel beschrieben werden. Aber er setzte sich für Religionsfreiheit ein in den ersten vier Geboten. Keiner sollte hier etwas vorschreiben. Das Gewissen muss hier frei bleiben. Und wir würden jetzt denken, super, dieser Mann wurde bestimmt mit offenen Armen angenommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Er wurde verurteilt und er musste die Kolonie verlassen. Aber um der Verhaftung zu entgehen, flüchtete er mitten im Winter in die Wälder. Und es war bestimmt jetzt kälter, als wir es heute draußen haben. Der Mann war bereit, für das, was er glaubte, einzustehen und in die Wälder zu fliehen, um dort in einem hohlen Baum zu überwintern. Jetzt würde man sagen, ist es nicht einfacher zu sagen, na, wegen dieser Religionsfreiheit, ich passe mich einfach der Gesellschaft an und habe ein schönes, warmes Bett, meinen Kamin und kann ein ruhiges Leben führen. Ich glaube einfach das, was alle glauben und dann passt das schon, dann habe ich meine Ruhe. Ist es das, was Gott möchte? Ist es das, was Sie möchten, was ich möchte? Wir sind diesen großen Reformatoren vieles schuldig. Sie sind einen Weg vorgegangen und wir genießen heute die Früchte. Dass Sie heute Religionsfreiheit haben, dass Sie die Bibel haben, dass Sie glauben können, was Sie wollen, wenn es den anderen, dem anderen nicht schadet, um das hinzuzufügen, das haben wir den großen Reformatoren zu verdanken und auch diesem Mann, Roger Williams, der sich dafür eingesetzt hat, dass Kirche und Staat getrennt werden sollten. Etwas ganz Wichtiges, die Trennung von Kirche und Staat. Er wäre wahrscheinlich umgekommen, hätte er nicht einen Stamm von Indianern getroffen, die ihm hier auch geholfen haben. Und während er dort lebte, gewann er ihre Gunst, indem er das Evangelium an sie weitergab. Das heißt auf der Seite 271, nach wechselvollen Monaten der Wanderschaft erreichte er schließlich die Küste der Narragansett-Bucht, wo er das Fundament für den ersten modernen Staat legte, der das Recht auf vollständige Religionsfreiheit anerkannte. Das grundlegende Prinzip der Kolonie von Roger Williams war, dass jeder das Recht hat, Gott nach seinem eigenen Gewissen zu verehren. Sein kleiner Staat Rhode Island wurde zum Zufluchtsort für die Verfolgten. Er wuchs und gedieh und seine Grundprinzipien zur bürgerlichen und religiösen Freiheit sollten schließlich Eckpfeiler in der amerikanischen Republik werden. Das ist das, was sein Engagement dazu beigetragen haben, dass wir heute Religionsfreiheit haben. Trennung von Kirche und Staat. Und so kam es dann auch, dass am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung geschrieben worden ist, wo das Recht auf Religionsfreiheit verankert worden ist und die Trennung von Kirche und Staat schriftlich festgesetzt wurde. Auf der Seite 271 heißt es dort, was die Amerikaner sagen, wir anerkennen diese Wahrheiten als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass ihnen ihr Schöpfer gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, dass zu diesem Leben Freiheit und die Erlangung des Glücks gehören. Ausdrücklich und unmissverständlich garantiert die amerikanische Verfassung die Unverletzlichkeit des Gewissens. Keine Religionsprüfung soll je erforderlich sein zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Amtes in den Vereinigten Staaten. Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion bezweckt oder deren freie Ausübung verbietet. Diese Nachricht und diese Abschrift, das, was hier festgesetzt worden ist, diese Unabhängigkeitserklärung, erreichte auch Europa. Und als die Menschen hörten, was für eine Glaubensfreiheit
was für eine Glaubensfreiheit in Amerika ausgelebt wird oder ermöglicht wird, haben sich viele Menschen zu Tausenden aufgemacht, um zu dieser neuen Welt zu gelangen. Und viele Menschen haben alles aufgegeben, denn vielleicht auch alles, was sie in der alten Welt hatten, was sie erwirtschaftet hatten, denn es hat ihnen etwas gefehlt. Religionsfreiheit. Sie haben alles aufgegeben und haben sich erstmal für Armut entschieden. Armut in der neuen Welt, aber dafür Freiheit. Lieber arm und frei war ihr Motto. Und so kamen sie in Tausenden nach Amerika. Das heißt auf der Seite 272, die Bibel war für sie die Grundlage ihres Glaubens, Quelle der Weisheit und Freiheitsbrief. Ihre Prinzipien wurden zu Hause, in der Schule und in der Kirche fleißig studiert und ihre Früchte zeigten sich in Wohlstand, Bildung, Reinheit und Mäßigkeit. Man konnte jahrelang in puritanischen Siedlungen wohnen, ohne je einen Trunkenbold zu sehen, einen Fluch zu hören oder einen Bettler zu begegnen. Der Beweis wurde geliefert, dass die Lehren der Heiligen Schrift der beste Schutz der nationalen Größe sind. Die schwachen und isolierten Kolonien wuchsen zu einem Bund von mächtigen Staaten zusammen und die Welt nahm mit Bewunderung den Frieden und Wohlstand einer Kirche ohne Papst und eines Staates ohne König zur Kenntnis. Das ist natürlich wunderbar, das zu hören. Das wurde erreicht. Wir befinden uns wirklich auf dem Weg vom Schatten zum Licht. Doch jedes Mal, wenn Gott Großes bewirkt, schläft der Feind nicht. Leider gab es immer noch Kolonien, die an dieser alten Bestimmung, dass wenn du politisch engagiert sein möchtest, musst du Mitglied in einer Kirche sein, musst du Mitglied sein und dich kirchlich auch engagieren, indem du zum Gottesdienst gehst, dies und jenes tust. Diese Sache hat viel, viel Negatives erbracht, denn plötzlich haben Menschen genau wieder den gleichen Fehler gemacht wie im 4. Jahrhundert, wo damals Konstantin der Große die christliche Religion zur Nationalreligion erklärt hat. Und um damals dann wirtschaftlich erfolgreich zu sein, haben die Heiden gesagt, dann werde ich einfach Christ, auch wenn ich daran nicht glaube, ich besuche einfach die Kirche und schon habe ich gute Position sicher. Genau das, genau dieser Fehler wurde auch in Amerika dann durchgeführt. Menschen haben, ohne sich wirklich zu Gott zugehörig zu fühlen, haben gesagt, haben sich bereit erklärt, in die Kirche zu gehen, ohne bekehrt zu sein. Sie sind in die Kirche gegangen, ohne wirklich Interesse an Gott zu haben. Und es kam sogar so weit, dass viele Pastoren unbekehrt waren, weil es dann nur noch um das Wirtschaftliche ging. Und so kam es, dass dies, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, damit zeigten sich einmal mehr die bösen Folgen, die seit den Tagen Konstantins durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch bis heute immer wieder dort zutage treten, wo versucht wird, die Kirche mit Hilfe des Staates zu bauen und die weltliche Macht zu rufen, um das Evangelium Jesu Christi zu unterstützen. Dieser hatte eindeutig erklärt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Verbindung der Kirche mit dem Staat, mag sie auch noch so unbedeutend sein, kann zwar den Schein erwecken, die Welt würde dadurch näher zur Kirche kommen. In Wirklichkeit aber bringt sie die Kirche näher zur Welt. Das ist etwas, woran wir immer denken müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Geschichte studieren, damit wir nicht die gleichen Fehler noch einmal tun. Wer die Geschichte nicht kennt, sagt das Sprichwort, ist dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Diese Fehler sind eindeutig. Es sollte eine Trennung von Kirche und Staat geben. Und nicht nur auf dem Papier,
sondern eine buchstäbliche. Denn sonst werden Menschen durch wirtschaftliches Interessen in die Kirche angezogen. Leider kam es, dass sowohl die protestantische Kirche in Amerika als auch in Europa in dieser Zeit zum Stillstand kam. Wir haben nämlich bis jetzt gesehen, es hat gut angefangen alles. Die Reformation hat Europa erreicht und jetzt sogar Amerika. Das Problem war, dass wenn es den Menschen gut geht und sie alles erreicht haben, Freiheit, Religionsfreiheit, dann ist man in der Gefahr, sich hinzusetzen und auszuruhen. Man hat ja so viel, man hat so viel erlangt. Und dann passiert das so, dass die Religion zum Formalismus verkommt. Genau das ist in Amerika in dieser Zeit passiert. Die Religion verkam zum Formalismus. Und obwohl ich im letzten Vortrag darüber sprach, dass die Bibel auf dem Siegeszug war, denn plötzlich im 19. Jahrhundert gab es ja so viele Bibelgesellschaften, die gegründet worden sind. So viele Menschen wurden durch die Bibel erreicht. Das Problem war aber auch gleichzeitig, dass der Formalismus mitkolportiert worden ist. Ja, die Welt wurde durch die Verbreitung der Bibeln erhellt, aber es gab keinen Fortschritt mehr in der Erkenntnis. Die Reformation, die so gut begonnen hat in den letzten Jahrhunderten, ist jetzt im 19. Jahrhundert ungefähr langsam zum Stillstand gekommen. Es gab nichts mehr zu entdecken in der Bibel. Man hat sich damit abgefunden, dass man ja schon so viel gefunden hat. Und das ist eine große Traurigkeit, denn Satan verführte die Christen in dieser Zeit, sich mit weltlich gesinnten Menschen zu verbinden. Und obwohl wir auf dem Weg vom Schatten zum Licht sind, sieht es so aus, dass auf diesem Weg manchmal auch der Schatten gewinnt. Und so sieht es aus, dass wir jetzt am Ende dieses Vortrags sagen müssen, wie wird es denn weitergehen? Gibt es jetzt überhaupt noch Hoffnung? Wird es eine weitere Reformation geben? Oder war es das, dass wir doch so viel erreicht haben und uns jetzt einfach ausruhen und es reformatorisch nicht mehr weitergeht? So sieht es nämlich aus im 19. Jahrhundert. Wie wird es weitergehen? Was wird Gott tun? Wird der Schatten siegen oder befinden wir uns wirklich auf dem Weg vom Schatten zum Licht? Das sehen wir dann in der nächsten Folge mit dem Thema 17, Zeichen seines Kommens, und das Thema 18, William Miller und das Buch Daniel. Wie es weitergehen wird, das nächste Mal. Sie sind recht herzlich dazu eingeladen. Amen. Ich möchte Sie noch einladen, dass wir zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, es ist auf der einen Seite auch etwas traurig, so aufzuhören mit wenig Hoffnung. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo die Menschen die Bibel zwar besitzen, aber es so aussieht, dass das Herz nicht verändert wird, dass nicht neue Wahrheiten entdeckt werden, sondern die Menschen sich damit begnügen, was sie haben. Und eigentlich sehen wir das auch in unserer Zeit heute, dass Menschen sagen, es reicht mir, das habe ich erkannt, ich bin nicht bereit, noch weiterzugehen. Ich bin so geboren und so möchte ich sterben. Herr, hilf uns, dass wir nicht diesen Formalismus haben, dass wir immer wieder bereit sind, jeden Tag dein Wort aufzumachen und darin zu lesen. Denn du sagst, dass es immer wieder etwas Neues in der Bibel zu entdecken gibt. Und unser Weg als Christen mit jedem Schritt näher zu dir bringt. Danke dir, dass wir mit dir auf dieser Reise sind und dass die Reformation jeden Tag weitergeht in unserem Leben. Hab Dank dafür, in deinem Namen. Amen.